Quatsch, wir haben eine Menge aufzuholen. Wir haben eine Menge aufzuholen. Aber bevor ich euch hier mal erkläre, was ich mache, erkläre ich euch, was ich zuerst mache. So, wir haben jetzt 4.30 Uhr am Samstag, den 13. Januar 2024. Und Jules Bikini läuft zum Auto, um zur Post zu fahren, um ein sehr wichtiges Paket wegzubringen. Und dann, um ihr Auto wegzubringen, in die Park-and-Ride-Garage. Denn Jules Bikini fliegt heute für 4 Wochen weg. Und da mir mein Auto sehr wichtig ist, bringe ich das mit. So kalt! Und es ist nicht nur arschkalt, sondern auch arschgruselig. Nachts in der Großstadt draußen sei das schon ein bisschen komisch, oder? Also nicht in der Großstadt, auch auf dem Dorf. Wäre es ja eigentlich noch viel komischer. Stell euch mal vor, man ist auf so einem Dorf. Und da ist man ja noch gefährlicher drauf. Wieso habe ich mein Auto nicht vorgeheizt? Vergessen. Minus 2 Grad. Die Bausteine, die ihr benötigt, nicht selbst. Ich habe schon die ersten komischen Gestalten gesehen. Die betrunken hier lang hinken. So, ich hoffe, dass die Post jetzt tatsächlich offen ist. Hier gibt es nämlich so eine Selbstbedienungspost, die eigentlich 24/7 offen sein soll. Wenn nicht, dann bin ich fucked. Geöffnet 0 bis 24 Uhr. Wie kriegt man das jetzt hier auf? Eingang Rochusmarkt. Nachtzugang. Okay. Eingang Erdbergstraße. Das ist natürlich wieder klar hier. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's zwar nicht mehr geschafft, mein Auto zu waschen, aber es steht jetzt sicher in diesem Parkhaus. Wie sicher ich aus, Alter. Es hat mich jetzt hier alles ein bisschen länger gekostet als gedacht. Mit der Post gab es ein paar Probleme. Ich bin nicht in diesen Eingang reingekommen, weil man dafür eine Kreditkarte brauchte, die ich dann nochmal von zu Hause holen musste. Dann hat meine Kreditkarte nicht funktioniert. Habe ich um 5 Uhr morgens einen Passenger angesprochen, der mir mit seiner Kreditkarte die Post aufgemacht hat. Jetzt bin ich hierher gefahren und jetzt überlege ich todes, wie ich nach Hause komme. Entweder ich gehe zu Fuß, aber es ist so kalt, meine Hände frieren ein, es ist eine halbe Stunde. Oder ich nehme Uber oder ich nehme die Bahn. Ich glaube, ich gehe zu Fuß. Holy shit. Ich bin zu Fuß gegangen. Es war so kalt, ich bin so eingefroren. Tippe ich nicht auf mit meinen Fingern. Okay, ich mache jetzt so ein Blitzi. Und dann bin ich ein bisschen auf. Und Leute, ist so krass, einfach in 24 Stunden ungefähr bin ich auf Bali. Bei plus 30 Grad, nicht bei minus 10. Wild. Ich glaube, es ist das erste Mal in Jahren, dass ich gut in meinem Zeitmanagement bin am Morgen. Ich will so um 8.45 Uhr los, damit es 10 nach 7. Ich nehme jetzt meine Supplemente. Und ich wundere, Instagram filmt auch gerade mit. Ich nehme jetzt meine Supplemente und zwar gibt es eine gute Portion Daily. Glutamin, Kreatin extra on top und Wasser. Und dann mache ich eine Meditation, um nochmal so ein bisschen runterzufahren, mich nochmal gut zu fokussieren. Journaler und dann gewisses Frühstück. Ich bin schon so hungrig, weil ich mag das gar nicht, wenn ich so lange wach bin und dann so lange nicht esse. Aber es schult immer sehr gute Disziplin, weil, kennt ihr das, es gibt doch nichts Befriedigenderes, als sich etwas vorzunehmen, was im ersten Moment schon schwierig ist und sich so, wo man weiß, dass es auf jeden Fall außerhalb meiner Komfortzone, so wieder jetzt hinzufahren und dann zu Fuß nach Hause zu laufen in der Arschkälte. Und das dann aber durchgezogen zu haben und dann nicht direkt zu Hause über meinen Porridge drüber zu fallen, sondern erst in meiner Routine ordentlich durchzuziehen, weil ich weiß, mir geht es danach besser. Kennt ihr bestimmt, oder? Das ist auf jeden Fall ein sehr geiles Feeling und zeigt einmal wieder, ich bin capable. Disziplin ist nur eine Entscheidung. Ansonsten, Leute, fliege ich heute nach Bali. Ich glaube, ich habe es erwähnt, oder? Und ich habe mir für mich selbst, wenn wir schon beim Thema Challenges sind, Herausforderungen, habe ich mir was überlegt. Und zwar, für dieses Video werde ich komplett ohne, haltet euch fest, ich werde komplett
ohne Meal Prep losfliegen. Für 24 Stunden unterwegs ohne Meal Prep. Und das auch noch ohne Scheiße zu essen, sondern ich habe mir jetzt mit so Challenge gemacht, 24/7 mit 3 verschiedenen Flügen in 1, 2, 3, 4 verschiedenen Ländern. Holy! Ich bin wirklich jetzt in 24 Stunden in 4 verschiedenen Ländern. Ich fliege erstmal nach Abu Dhabi. Krass, wer war schon mal von euch in Abu Dhabi? Vereinigte Arabische Emirate. Österreich, Vereinigte Arabische Emirate. Dann fliege ich nach Singapur. Singapur. Und dann geht es weiter nach Indonesien, Bali. 4 Länder, 4 Länder. Ist einfach so lecker. Und ich fliege komplett ohne Meal Prep los. Und es ist so komisch, nicht zu preppen. Also es ist richtig chillig, weil kein Stress, weil preppen ist schon immer Stress für eine Reise. Aber ich werde es einfach komplett auf mich zukommen lassen. Ich werde das Flugzeugessen essen, essen in der Lounge und das, was so auf mich wartet. Und gleichzeitig werde ich probieren, die bestmöglichsten Entscheidungen zu treffen, die ich treffen kann. Und ich freue mich total drauf, weil es ist ja nicht mal nur, okay, ich esse draußen, sondern ich lasse andere komplett entscheiden, was ich esse. Natürlich, wenn ich in der Lounge bin, gibt es ein Buffet zum Beispiel, aber im Flugzeug gibt es ja dann meistens 1 oder 2 Gerichte. Und das that's it. So, das heißt, ich esse andere und lasse andere komplett entscheiden, was ich esse. Und euch nehme ich komplett mit auf der Reise. Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das erzählt und Bock habt und euch das Video freut. Let's freaking do it. Also darf ich vorstellen, Ladies and Gentlemen, meine letzte Selfmade-Mahlzeit für die nächsten Stunden. It's going to be wild. Ich freue mich jetzt auf dieses Meal. Ich habe das so Hunger. I made it. Das ist jedes Mal das beste Gefühl, wenn ich durch die Sicherheitskontrolle bin und alles nichts mehr schief gehen kann. Und ich war irgendwie trotzdem aufgeregt, obwohl ich nichts zu essen hatte, was sie mir wegnehmen konnten. Das Einzige, was ich jetzt nicht dabei habe, ist eine Probe Designer Way. Zur Not, weil ich wäre ja nicht Katabol gehen. Ne? So, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Lounge. Schau mal, was ich da zu snacken finde. Nur was Kleines, denn ich will ja auch hungrig sein, für das, was mir dann im Flugzeug serviert wird. Und ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Meine Mama hat heute Geburtstag, die darf ich gleich nochmal anrufen. Ich wollte mir dafür Zeit nehmen und es nicht so zwischen Tür und Angel machen. Genau, zu Hause alles erledigt. Es ist immer so, wenn ich 4 Wochen oder länger weg bin oder egal wie lange eigentlich, muss ich zu Hause alles fresh machen. Ich muss alles clean haben, weil ich hasse es. Kennt ihr bestimmt auch, wenn man nach Hause kommt, ist es nicht sauber und es ist irgendwie komisch. Deswegen habe ich nochmal ein bisschen geputzt, alles gepackt, alles ausgestöpselt. Ich denke, es ist alles ready to go, Leute. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr. John und Hannah sind hier schon auf Bali. Ach, ich bin ja natürlich mit denen in Kontakt und es ist einfach, was sie schon erzählen. Und wir gehen dann direkt essen, wenn ich ankomme. Haben wir schon abgemacht. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr, meine Freude ist kaum in Worte zu halten. Aber es wird jetzt erstmal noch eine lange Reise dahin. Jetzt fast 24 Stunden unterwegs. Wahrscheinlich so. Ja, ziemlich genau 24 Stunden, bis ich im Hotel ankomme. Es gibt einen Cappuccino und ein bisschen Rührei, weil ich hatte ewig kein Rührei mehr. Früher an Tomaten und ein bisschen Senf. Und ich habe mir eben diesen Nagel weggehauen. Und es ärgert mich so, weil ich habe mir extra Nagelkleber gekauft und war dann so, ja, du machst den Nagel in einem Auto dran. Und dann habe ich auch den Nagel zu Hause liegen lassen. Oh, Senf ist schon. Fliege drin. Und wir haben die Lounge umgestellt. Die war vor, als ich das letzte Mal geflogen bin, war die noch anders. Spannend. Und ich steige einfach als allererste ins Flugzeug ein. Krass, ist das. Das schon mal gemacht. Das ist schon mal als allererste ins Flugzeug gestiegen. Ein bisschen special. Es ist ein Traum, Leute. Das Wichtigste haben wir schon mal gefunden. Menü. Gold gefällt mir schon mal sehr. Was haben wir hier wohl drin? Sollen wir mal reinschauen? Lip Treatment. Socken und Schlafmaske. Hygienegel.
eine Zahnbürste, was perfekt ist, denn ich habe mich sehr darauf verlassen, dass ich hier eine bekomme. Ich habe keine dabei. Hand and Body Lotion. Und ein schönes Hydrating Face Mist. Außerdem im Angebot. Feuchtigkeitstücher. Das war's, nehmen wir so. Jetzt mache ich es mir hier mal gemütlich. Ah ja, was ich auch noch zeigen kann. Ein Kissen. Noch ein Kissen. Decke. Hier kann man dann so später das Bett ausbreiten und da deine Füße hinlegen. Und dann steht man hier so. Ist schon einfach saugeil. Okay, Leute. Ich konnte den Champagner jetzt nicht ablehnen. Bleibt der einzige Alkohol auf diesem Trip. Zumindest auf dem Hinweg. Der schmeckt auch noch richtig geil. Ich mag Sekt, Champagner und Wein liebe ich. Und ich trinke nie, außer an Weihnachten. Und wenn ich in ein Business Class nach Bali fliege. Ein Hot Towel und Alter, ich hab den Champagner ausgetrunken und ich bin einfach, ich merke es richtig doll gerade. Ich wurde fick besoffen nach Abu Dhabi. Schöne Leistung, oder richtig gute Leistung. Ich bin tatsächlich recht hungrig geworden. Als kleinen Appetizer gibt es jetzt Nüsse und Kaffee und Cola kommt gleich auch noch. Danke. Man unterschätzt es total, wie viele Kalorien wir so haben, aber ich schaue nicht auf Kalorien, ich mache das alles nach Gefühl. Aber wie gesagt, trotzdem gute Entscheidungen. Heißt nicht, dass ich mir nicht ein bisschen was gönne, aber nicht mindless. Das ist das Ziel heute. Dieser Nagel ist so nervig. Wir haben Mandeln und Cashews. Angeknöpft. Ich glaube, so könnt ihr mich ein bisschen besser verstehen. Ich war gerade in der Toilette, die zeige ich euch gleich. Die ist so cool. Die hat sogar ein Fenster nach draußen und ist riesig. Also krasseste Flugzeugtoilette, die ich hier gesehen habe. Ich bin auch nach Amerika schon Business geflogen und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war Eurowings und es war nicht annähernd so krass wie jetzt hier. Ich bin ultra happy und es ist wirklich ein richtig krasses Erlebnis und ich bin ultra dankbar, dass ich mir das gönne und dass ich mir das leisten kann. Essen kommt jetzt gleich. Ich habe mich entschieden als Vorspeise für Prawns, das heißt Shrimps. Ich weiß gar nicht, ob Prawns oder Shrimps gleich sind. Auf jeden Fall irgendwas Meerestierartiges. Dann gibt es Chicken and Rice und frische Früchte als Nachtisch. Ich muss sagen, beim Nachtisch habe ich so ein bisschen geschaut, weil es gibt noch Warm Sticky Toffee Pudding, Chocolate Marquise, Ice Cream und haltet euch fest, es gibt noch Baked Cookies und Baklava. Und das kann man die ganze Zeit bestellen. Und vielleicht, wenn ich nachher noch Bock habe, gönne ich mir Baklava, weil ich weiß nicht, ob ihr es mir glaubt. Aber glaubt es mir oder glaubt es mir nicht. Aber ich habe noch nie Baklava in meinem Leben gegessen. Und ich will das eigentlich unbedingt mal probieren. Und ich denke mir so, wenn ich jetzt wann dann? Vielleicht deswegen später. Und ich fliege bei meinem zweiten Flug nach Singapur auch mit der gleichen Airline. Das ist Etihad Air Airways. Ja, Etihad Airways. Und dann gibt es vielleicht dasselbe Menü, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Und dann fliege ich später nochmal mit einer anderen Airline. Da weiß ich gerade aber nicht, welche das ist. Ja, das ist auf jeden Fall so cool. Das ist so cool. Es ist einfach ist wie Urlaub schon allein diese Reise hier. Ich habe jetzt aber ziemlich Hunger und ziemlich Durst. Ich habe hier noch eine Wasserflasche gefunden. Und ich habe hier keinen Meal Prep dabei, aber ich habe auch eine Dose dabei, damit ich die vor Ort nutzen kann. Und in der Dose habe ich Sirup dabei in Orange und Cherry. Und ich glaube, ich gönne mir jetzt mal Orange im Wasser. Die sind auf jeden Fall ultra geil, die Sirups. Ich mag die am liebsten. Und noch blaue Himbeere. Gerade zum Reisen ist es einfach nur easy. Und da gilt auch immer viel hilft viel, sage ich euch so. Wie ist es? Schmeckt wie Fanta. Wie Fanta ohne Kohlensäure. Und hat obviously keinen Zucker. Und vielleicht
2 Kalorien oder so. Direkt weg damit. Ich lese gerade dieses Buch hier. Und auch da wieder Shoutout an meine Tante. Sie hat mir schon Big Five for Life geschenkt. Und das hat sie mir auch zu Weihnachten geschenkt. Heißt Charlie, Love and Clichés von Ella Mays. Und ich habe mir nicht so viel davon erhofft. Aber es ist richtig, richtig gut. Ich bin richtig entertained. Es ist ultra romantisch, aber nicht so kitschig romantisch und nicht so verklemmt romantisch, sondern auch ein bisschen dirty romantisch. Und es ist sogar ab 18. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, worum es handelt. Falls ihr also nicht so viel eigene Romantik in eurem Leben habt und so ein bisschen Excitement und Romantik in eurem Leben haben möchtet, so wie ich. Yes, thank you. No, it's fine, thank you. Und ein bisschen eigene Romantik in eurem Leben haben möchtet, so wie ich, dann ist es highly recommended. Und da bin ich jetzt gerade voll im Thema drin. Und ich habe das aktuell immer abends zum Schlafen gelesen und war immer so, ja, du liest noch 2 Seiten und war dann im Endeffekt immer bei einem ganzen Kapitel, keine Ahnung, so 20 Seiten oder so, weil es so spannend ist. Was heißt spannend? Ist es spannend? Ist es wirklich gut? Ich kann es empfehlen. Ich kann es empfehlen. Und bis das Essen kommt, werde ich jetzt noch ein bisschen lesen und mich hier nochmal ein bisschen mehr Schlafposition begeben. Ein Deck habe ich hier auch. Ich könnte auch mal meine Jeansjacke ausziehen, aber irgendwie ist mir ein bisschen frisch hier. Ready for food. Boah Leute, das ist doch perfekt. Hier könnt ihr gleich richtig einfach auf mein Essen schauen und mich reden. Also ein besseres Setup könnt ihr einfach nicht geben. Bin hyped. Oh yes, ladies and gentlemen. This is looking great. Alright, wir haben Coke Zero, einen Prawn Salad, da ist irgendeine Joghurt Dressing unten drunter. Wir haben Salat mit Oliven, Radieschen, Tomaten, Gurken und Brot. Oh, das Brot ist warm. Das ist warm. Mega. Oh, und das Besteck ist richtig kalt. Okay, probieren wir es. Mmh, wow. Schmeckt sehr frisch. Mmh. Butter gibt es auch noch dazu. Oh, schaut mal. Oh, das ist richtig soft. Mmh. Das ist richtig lecker. Soft, man schmeckt schon die Samen raus. Das lasse ich mir schmecken, Leute. Ultra gut. Habe ich nicht erwartet. Das muss ich euch auch noch zeigen. Gibt einfach so ein kleines Döschen mit Salz und Pfeffer drin. Und Butter in so einem richtig schönen Topf. Die ist zwar ein bisschen hart. Aber cheers. So gut. Das Brot ist richtig süß. So Leute, Hauptgang wird gleich serviert. Chicken and Rice. So, wir haben einen Fried Rice, würde ich sagen, mit Curry, Chicken, Coke. Let's try. Oben drauf sind auf jeden Fall noch Nüsse und das Chicken ist auf jeden Fall auch nicht unbehandelt, sagen wir es so. Es ist in einer Soße. Erstaunlich soft. Und hier ist noch irgendein Crunch obendrauf. Könnten geröstete Zwiebeln sein. Also lecker, Leute. Ich meine, für Flugzeugessen kannst du dich gar nicht beschweren. Es ist natürlich fettiger, als wenn ich es mir selbst gemacht hätte. Aber jetzt den Dip zum Beispiel, den mache ich mir jetzt nicht obendrauf. Total spannend, da sind Cashews mit drauf und Rosinen. Aber es ist sehr lecker. Man merkt auf jeden Fall so ein bisschen diesen arabischen Touch. Ich tippe jetzt einmal diesen, ja, es sieht aus wie Sour Cream. Ich glaube, die ist doch gar nicht so fettig. Die sieht so recht leicht aus eigentlich. Ach ja, richtig gut. Hauptweise war echt richtig lecker. Und jetzt haben wir noch eine schöne Fruit Platter. Wir haben hier eine Orange, eine Erdbeere, eine Wassermelone, Ananas, Honigmelone und ich glaube, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ist das eine Papaya. Nee, ist keine Papaya. Passionsfrucht? Nee. Papaya vielleicht doch. Ich bin mir nicht sicher, wie die Frucht heißt, Leute. Die hier. Lila. Eine Erdbeere. Mhm. Eine gute Erdbeere. Ich freue mich auch sehr auf die Früchte auf Bali. Wahrscheinlich bleibe ich doch wieder bei Datteln. Weil da gibt es auch gute Datteln. Orange. Sehr fruchtig. Melone. Mögt ihr lieber Wasser oder Honigmelone? Also ich auf jeden Fall Wassermelone.
Aber Honig probieren wir natürlich auch. Aber am geilsten ist natürlich eine gute Ananas, ne? Können wir nicht leugnen. Also, sehr begeistert hier von diesem Essen. Kannst du nicht sagen. Also, Etihad Airwaves, bisher eine gute Empfehlung. Also Leute, ich bin auf jeden Fall gut gesättigt. Kalorisch war es jetzt auch nicht so wenig, da bin ich mir sicher. Ich bin mal gespannt, wie lange mich das jetzt satt hält. Aber es geht mir erstmal gut und jetzt mache ich es mir, glaube ich, erstmal hier gemütlich. Auch vielleicht einen kleinen Nap, ich bin echt müde. Ich lese noch ein bisschen. Und so lange ist der Flug auch gar nicht. Noch 2 Stunden 45. Deswegen haue ich mich jetzt bis ins Ohr, arbeite vielleicht auch noch mal ein bisschen. Ich bin gerade noch nicht so motiviert zu arbeiten. Kann ich auch auf den nächsten Flug noch machen. Dann melde ich mich, wenn es wieder was zu essen gibt. Oder wenn ich in Abu Dhabi ankomme. Leute, ich bin erwacht von einem Nappy-Namp. Ich habe ganz gut geschlafen. Ich glaube, so ein bisschen über eine Stunde. Und jetzt gibt es hier erstmal ein Flat White. Sehr lecker. Eine gute Coke Zero. Und es gibt ein bisschen Baklava, Leute. Ich habe es mir geordert. Und ich bin so gespannt, wie das ist. Boah, es klebt auf jeden Fall schon mal sehr. Also, ich weiß, dass es sehr zuckrig ist. Ich glaube, es ist aber nicht so, es ist nicht mit Pistazie. Okay, also scheinbar gibt es Baklava mit verschiedenen Nussarten. Weil das ist auf jeden Fall keine Pistazie, sondern ich würde jetzt vielleicht auf Haselnuss tippen. Oder Macadamia. Nee, Haselnuss. Es ist gut, aber ich glaube, ich stelle es mir mit Pistazie besser vor. Oh, jetzt ist hier aber nochmal Blätterteig, aber eben nicht. Okay, wir haben oben und unten Blätterteig. Ich kann mir aber vorstellen, dass es besser sein kann. Es ist aber trotzdem sehr lecker. Aber irgendwann in meinem Leben muss ich es nochmal mit Pistazie probieren. Und wir landen sogar schon in einer Stunde circa. Schaut euch an auf der Karte. Sind wir gerade auf der Höhe von Kuwait. Also der erste Flug ging auf jeden Fall schon mal maximal schnell rum. Welcome to Abu Dhabi, ladies and gentlemen. Airport sieht auf jeden Fall schon mal recht impressive aus, muss ich sagen. Fetter Duty Free. Shopping. Bin durch die Sicherheitskontrolle gekommen und suche jetzt die Lounge. Ich fühle mich hier so ein bisschen gerädert, ich weiß gar nicht warum. Weil deutsche Zeit ist jetzt irgendwie 17 Uhr oder so. Aber ich glaube, ich brauche jetzt erstmal einen guten Schluck Cola. Ey, und ich sag's euch, wie es ist. Es fühlt sich so, als ich eben hier reingekommen bin, den Flughafen. Es ist einfach so, ja Mann, ich habe richtig Bock auf neue Abenteuer. Also einfach richtig Bock auf neue Abenteuer. Es ist so, ich bin richtig hyped. Es war so die Zeit, in der ich jetzt nicht unterwegs war. Das war nicht lang, aber es war einfach zu lang für mich. Es war verrückt und ich bin jetzt richtig hyped. Leute, ich bin so überfordert. Diese Lounge hier ist richtig krass. Die hat einfach 3 Floors und ich entdecke jetzt alle. Ich habe 2 Stunden Zeit, diese ganzen diese Lounge zu entdecken. Und ich starte jetzt mal unten. Ich gehe jetzt einfach ein richtig fettes Buffet. Ich habe noch nie so was Fettes in meinem Leben gesehen. Ich starte mit einem Salat. Es sind auch so leckere Gewürze hier. Arabische Pickles esse ich gerade, irgendein Cucumber-Salat und irgendwas mit Seetank, so sieht's aus. Und dann gibt's noch so richtig leckere Gerichte. Ich werde ein bisschen alles probieren, weil es einfach so Sachen sind, die ich noch nie in meinem Leben gegessen habe. Ihr müsst wissen, ich bin schon sehr europäisch aufgewachsen, vor allem so kulinarisch. Das wird wieder gefühlt, war mal italienisch. Ich habe deutsches Essen zu Hause. Also schmeckt alles sehr würzig, sehr salzig, aber todeslecker. Der Hummus ist geil. Ich glaube, das sind so Seetankblätter mit Reis gefüllt. Aber schmeckt sehr interessant. Ich melde mich gleich beim zweiten Gang. Bereit. Es geht weiter mit Chicken. Und ich glaube, das ist irgendwas mit Kürbis. Nee. Das ist ja lecker. Ich glaube, das ist irgendeine Fleischalternative. Tofu vielleicht. Schmeckt auf jeden Fall irgendwie nach Kokoscurry vielleicht. Kokoscurry mit Tofu. Ich bin so schlecht, was arabische Speisen angeht. Aber es ist richtig gut. Es gibt auch so richtig leckere Pitas und so. Also Eintöpfe für ganz viele. Ich glaube, es heißt Masala. Nee, Salamak. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall viel zu lecker, um es nicht zu probieren. Wow. Karottensalat und Chicken. Das ist natürlich recht ölig jetzt. Aber we need protein. Ich enjoy es, Leute.
falls man es merkt. Und dann gehe ich gleich mal nach oben, schaue mir die anderen Floors an und setze mich noch mal eine gute Stunde hin und arbeite. Es ist einfach so krass hier, Leute. Ich will nicht so die Kamera überall raufhalten, aber es ist so riesig. Ich weiß nicht genau, wie die Leute hier reagieren. Nicht so viel Filme, ich will halt niemanden unbedingt SBC drauf haben. Aber ich sag's euch, diese Lounge, ich habe noch nie sowas gesehen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr schon mal in einer richtig krassen Lounge wart und wo die war. Es gibt hier gerade einen Espresso Macchiato. Oder so. Und jetzt sitze ich hier nochmal eine Runde und mache das, was ich mit Internet machen muss. Weil ich, selbst wenn man ein Board Internet kaufen kann, ich mag es eigentlich immer voll, wenn man ein bisschen einen klaren Kopf hat und mal kein Internet hat für ein paar Stunden. In der Wachphase. Das ist uns einfach viel zu selten. Einmal so eine Essensstrategie. Ich habe jetzt einfach gerade eben die Carbs, also keine Carbs gegessen. Ich hätte jetzt noch Brot essen können, aber ne? Sonst wäre halt ultra viel Kalorien zusammengekommen. Und wie gesagt, ich bin mindful, aber probiere auch zu genießen. Bisher läuft ganz gut. Der Nachtisch sah auch sehr verführerisch aus, aber habe ich auch darauf verzichtet. Denn gleich im Flugzeug gibt es wieder ein 3-Gänge-Menü. Welcome back on board, ladies and gentlemen. Ich sitze in einem neuen Flugzeug nach Singapur. Hatte schon den einen oder anderen Drink. Das Ganze geht wieder los von vorne. Wir haben aber ein anderes Menü. Ich sollte die wahrscheinlich nicht komplett aufessen. Ich bin auf jeden Fall gerade am Schneiden von der Wheel. Und eigentlich sollte ich, glaube ich, demnächst auch nochmal schlafen. Der Flug ist insgesamt 6,5 Stunden lang. Auf Bali ist es jetzt 3 Uhr. Ich weiß auch jetzt schon, dass ich gerade einen Jetlag haben werde. Aber das ist mir alles wert. Ich zeige euch gleich meine Suppe. Hey Leute, ich habe eine Suppe. Schaut sich an. Mega, oder? Wie das bekannte Brot. Oh wow, wir haben sogar noch mehr Brot heute dabei. Vielleicht esse ich nur das hier. Salat. Cool. Also auf die Suppe bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Sieht nach Tomate aus, aber es glaube ich, es war nicht nur Tomate. Sehr tomatig, bisschen Sahne in der Mitte und es ist schon sehr gut. Lauwarm könnte vielleicht ein bisschen wärmer sein. Mmh, ich glaube, das ist ein Gebäck mit Pistazien drin. Mmh, das ist auch wieder warm. Das sieht ja ultra gut aus. Mmh. Sehr viel Knoblauch drin. Mmh. Und sehr crunchy, aber sehr soft, also echt gut. Be careful, it's hot. Thank you so much, thank you. Was haben wir denn hier Schönes? Das sieht ja sehr gut aus. Kartoffelgratin, das werde ich wahrscheinlich nicht essen. Vielleicht nochmal probieren. Und Beef, das sieht sehr lean aus. Carrots. Noch mein Gebäck von eben. Und eine Soße. Ich bin wieder hype, Leute. Bis dato bereue ich es nicht. Das wäre einfach zu schade gewesen, hätte ich das hier alles ablehnen müssen. Ich bereue es nicht, dass ich kein Mehl mitgenommen habe. Sag mir so. Starten wir mit dem Fleisch. Auf jeden Fall well done. Ist jetzt kein Filetstick, aber schmeckt lecker. Ich frage mich echt, wie die das hier zubereiten. Also das ist obviously nicht hier drin zubereitet, sondern nur warm gemacht. Aber ich frage mich trotzdem, wie die das machen. Ich glaube, das ist eine Soße Hollandaise, die lasse ich mal lieber weg. Genug Fett für heute, den Nudeln habe ich ganz oft gegessen. Schmeckt, wie man sich vorstellt. Käsig, soßig und wirklich nicht schlecht. Ich habe mir Ketchup aus der Lounge mitgenommen, aber der Ketchup ist jetzt oben. Der wäre jetzt gut für mein Fleisch hier. Dann haben wir noch, ich glaube, es ist Spinat. Delicious. Und Proteins und Greens habe ich auf jeden Fall drin. Fette auch. Und den Carbs habe ich heute ein bisschen gespart. Dann werde ich gleich mal in den Bathroom gehen und meine Zähne putzen. Mein Gesicht ein bisschen clean. Könnte schlimmer sein, was sagt ihr? Willkommen zu Singapur, Leute. Es gibt Rice und Chicken aus der Lounge und ich hole mir noch ein bisschen Salat.
So, Abu Dhabi war natürlich ein Highlight, ne? Wird einem jetzt auch mal vor Augen geführt, wenn man dann irgendwo anders ankommt. Ich meine, es ist jetzt nicht schlimm hier, aber es ist schon ein anderes Level. Aber es ist voll okay. Ich habe jetzt mehr oder weniger was Cleanes, Cleanes Breakfast. 10.21 Uhr hier Ortstime, aber auch Bali-Time. Jetzt ist die Zeit, wo ich meinen Ketchup raushole. Gib Lando Cola Light. Ich habe ganz gut geschlafen, ich glaube so 4-5 Stunden, ja, sagen wir 4,5. Und bin aufgewacht, als die Durchsage kam, dass wir eine halbe Stunde landen. Und dann gab es einen doppelten Espresso und ein Mini-Croissant dazu. Hab's sehr enjoyed. Und jetzt gibt's das hier. Zwar nicht sugar-free, aber that is all right. Ich freue mich irgendwie voll auf einfach normalen Reis. Das ist mein Porridge für heute. Genau, und so viel Zeit habe ich jetzt offensichtlich gar nicht, denn gleich geht schon mein Flug weiter nach Bali, finally. Ich glaube, das ist nochmal 2,5-3 Stunden. Und dann bin ich auch schon da. War zwar recht lang, aber auch nicht so lang. Ich fühle mich ein bisschen geredet, aber eigentlich recht fit. Es gibt noch einen doppelten Espresso, der sieht sogar sehr gut aus. Ja, geht so. Ja. Und ich mache mir jetzt auch noch einen Designer Whey Shake, weil das Protein aus dem Chicken, Cinnamon Cereal, war jetzt nicht so viel. Und da will ich lieber auf Nummer sicher gehen. Und das Chicken war mehr wie so ein Gänsebraten vom Fettgehalt her. Deswegen esse ich davon jetzt lieber nicht mehr. Ach, ultra delicious. Ich finde Cinnamon Cereal ist echt eines der besten Geschmäcker, auch für einen Shake. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen dehydriert. Ich habe zwar nicht wenig getrunken, aber irgendwie schon nicht so viel wie sonst. Das trügt immer, weil zu Hause trinke ich schon richtig viel. Aber die ganze Zeit, wo es immer hier mal 300 Milliliter, da noch 300 Milliliter, dass man nicht Durst hat, aber mein Körper merkt, glaube ich, den Unterschied. So Leute, es beginnt jetzt für mich echt eine krasse Zeit. 4 Wochen Bali liegen jetzt vor mir. Und ich kann es noch nicht glauben. Good morning, ladies and gentlemen. To Bali Denpasar has started boarding to gate A9. Habt ihr gehört, das war mein Call, dass ich zu meinem Gate gehen soll. Dann sage ich euch gleich, was ich 4 Wochen lang auf Bali mache und wie meine Gefühle dazu sind. Also muss ich zu meinem Gate. Hallo YouTube, ich bin angekommen und wir sitzen hier schon mitten im Getümmel im Touché. Ich kann es noch gar nicht so richtig greifen und glauben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hannah sitzt gegenüber von mir, John sitzt neben mir und es ist einfach wie, als wäre man nie weg gewesen. Aber irgendwie doch. Es ist irgendwie auch anders als das letzte Mal, oder? Ich finde es auch, dass es anders ist. Ich habe minimal eigentlich nur. Aber ich finde, man hätte jetzt sagen können, seit März, wie wir hier gesessen haben, da ist der Platz. Denn im März saßen wir schon mal zu dritt und John war auf Diät. Ja, und John und ich wurden genährt. Sind wir alle wohl genährt. Ja, crazy. Jetzt gibt es gleich eine leckere Trüffel-Gnocchi. Ich hatte schon noch einen Designer-Button, seit ich jetzt angekommen bin. Und seit heute Morgen nichts mehr in der Lounge in Singapur. Oh, ja, aber ich habe viel gegessen. Also weiß nicht, weil das waren 3 Flüge. Und dann habe ich erstmal, als ich angekommen bin, Baklava einmal bestellt. Das war gut. Mit wem bist du mal geflogen? War gut? Ja. Ich kann das nämlich auch ein bisschen hergeflogen. Wenn ihr mal Foto zeigen davon. Good evening. Endlich kann ich wieder auch mit Supplement aufstocken. Das hat sich ewig angefüllt mit dem Flug ohne Subs. Glutamin, Kreatin. Ordentliche Portion Kollagenpeptide in Peach. Ist so lecker, Leute. In Peach mag ich richtig gern. Und Daily in Raspberry. Also eine sehr leckere Kombi. Wie gesehen, waren wir gerade ein Touché essen. Es gab Trüffel-Gnocchi. Boah, die sind so gut. Extra Chicken hatten wir auch noch dabei. Ja, es war halt mal heute richtig weird. Ich habe nur in Singapur in der Lounge gegessen, wie ihr gesehen habt. Und nach Ankunft hatte ich einen Designer-Bar und sonst habe ich nichts gegessen. Aber ich habe ja echt davor auch den Tag gut überall immer alles mitgenommen. Und ich fühle mich auch sehr wässrig und Verdauung ist eigentlich ganz okay. Ich bin sehr müde. Kopfschmerzen ein bisschen, aber ich denke, das ist normal. Es ist jetzt ungefähr 9:30 Uhr. John und Hannah schlafen heute noch in ihrem Apartment. Morgen zieht John hier ein. Und Hannah zieht weiter nach Ubud. Sie macht sich da eine schöne Woche, denn John und ich sind morgen hier im Pro-Camp. Jackson, mein guter Freund Jackson, den ich ja vor allem hier auf Bali kennengelernt habe, hat einfach was richtig Krasses organisiert.
Und zwar sind wir 20 IFBB-Pros und 5 Amateure, die eine Woche lang hier zusammen verbringen werden. Wir trainieren zusammen, wir essen zusammen, wir inspirieren uns gegenseitig, wir chillen zusammen, wir recoveren zusammen, machen Cardio zusammen, machen Mobility zusammen. Und das ist alles in diesem Resort hier. Ich werde euch morgen mal ganz in Ruhe zeigen, wo ich hier bin. Das ist auf jeden Fall die erste Woche hier, die unser Bali-Programm darstellt. Und ich bin so gespannt, wie das wird. Ich freue mich so sehr. Ich habe auch überlegt, wenn ich es passt, dass ich dann jeden Tag ein bisschen was mitfilme für euch, für ein Video. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr da Bock habt, dass ich Daily Vlogs mache nächste Woche, weil es wird einfach krass, glaube ich. Krass inspirierende Menschen, Persönlichkeiten. Genau, ansonsten habe ich es überlebt, 24 Stunden, ohne Meal Prep, sogar länger als 24 Stunden. Und es war halt so wild. Es war sogar sehr cool. Ja. Wieder eine lehrreiche Reise gewesen, eine schöne Reise gewesen, eine anstrengende Reise gewesen. Ich bin ultra froh, dass ich jetzt hier bin. Ich lade jetzt die Videos für Alena hoch. Dann bin ich dann ready to bed und dann wird sich erstmal gut ausgeruht, ausgeschlafen. Und morgen geht's dann weiter, Leute. Danke, dass ihr hier dabei wart. Lasst unbedingt ein Like da. Und wenn ihr das gefeiert habt, was ich heute hier gedreht habe, lasst unbedingt ein Abo da von dem Kanal, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, um nichts zu verpassen. Schreibt in die Kommentare, was ihr alles so gefragt habt im Laufe des Videos. Ich liebe es, wenn ihr mit mir interagiert, wenn ihr meistens drauf Bock habt. Ich werde mir morgen hier alle meine Nägel mal abmachen lassen. Diese 4 konnte ich schon selbst abmachen. Katastrophe. Katastrophe, aber es ist, wie es ist. Leute, wir sehen uns morgen. Danke für alles. I love you. Denkt dran, kurz bikini bei asian.com für den maximalen Rabatt und um mich zu supporten. As always, und wir sehen uns bald.